Hallo alle zusammen. In diesem Video werden wir über Dateien mit geringer Dichte sprechen. Im Folgenden erfahren Sie, welche Dateien mit geringer Dichte bezeichnet werden, was ihre Vor- und Nachteile sind, welche Dateisysteme sie unterstützen, wie man eine Datei mit geringer Dichte erstellt und wie man eine normale Datei in eine Datei mit geringer Dichte konvertiert. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Viele Anwendungen, insbesondere Datenbanken, speichern Informationen in Dateien mit geringer Dichte. Dies sind Dateien, die versuchen, das Dateisystem effizienter zu nutzen und es daran hindern, Speicherplatz zu belegen, wenn die Dateipartitionen leer sind. In der Tat wird der Speicher nur bei Bedarf verwendet. Informationen, die nichts als Nullen auf die Festplatte geschrieben werden, werden in den Metadaten des Dateispeichers gespeichert. Solche Dateien nehmen weniger Speicherplatz ein als ihre tatsächliche Größe. Dieser Dateityp wird von den meisten Dateisystemen unterstützt. Sie können jetzt deren Liste auf dem Bildschirm sehen. Obwohl Dateien mit geringer Dichte von diesem Dateisystem unterstützt werden, ist ein direkter Zugriff auf ihre Funktionalität über die Schnittstelle des Betriebssystems nicht möglich. Die Verwaltung dieses Dateisystems ist über die Befehlszeile möglich. Wir werden dies weiter unter genauer analysieren. Das Betriebssystem unterstützt nicht nur Dateien mit geringer Dichte, sondern verfügt auch über eine Dateikomprimierungsfunktion. Beide haben den Vorteil, Speicherplatz zu sparen, aber sie erreichen dieses Ziel auf unterschiedliche Weise. Der Hauptnachteil der Dateikomprimierung ist, dass sie die Systemleistung beim Lesen oder Schreiben von Dateien verringern kann. Dies kann die Systemleistung beeinträchtigen, da zusätzliche Ressourcen zur Datenverwaltung oder zur Dateiverminderung verwendet werden. Für einige Programme ist dies inakzeptabel und in diesem Fall ist es besser, Dateien mit geringer Dichte zu verwenden. Der größte Vorteil von Dateien mit geringer Dichte ist, dass der Benutzer große Dateien erstellen kann, die sehr wenig Speicherplatz benötigen. Der Speicherplatz wird automatisch zugewiesen, wenn Daten in ihn geschrieben werden. Größere Dateien mit geringer Dichte werden in relativ kurzer Zeit erstellt, da das Dateisystem nicht im Voraus Speicherplatz zum Schreiben von Nullen zuweisen muss. Die Vorteile von Dateien mit geringer Dichte werden nur durch die Anwendungen begrenzt, die sie unterstützen. Wenn ein Programm nicht über die Fähigkeit verfügt, solche Dateien zu erkennen oder zu verwenden, speichert es die Dateien mit geringer Dichte in ihren ursprünglichen Unkomprimierungszustand, was keinerlei Vorteile bringt. Benutzer sollten in solchen Situationen vorsichtig sein, da eine Datei mit geringer Dichte von nur wenigen Megabyte Größe plötzlich auf mehrere Gigabyte anwachsen kann, wenn nicht unterstützte Anwendungen sie an ihren Zielort kopieren. Ein weiterer Nachteil ist, dass Sie eine Datei mit geringerer Dichte nicht kopieren oder erstellen können, wenn Ihre nominale Größe den verfügbaren Speicherplatz oder die für Benutzerkonten gestellten Quota-Größenbeschränkungen überschreitet. Wenn zum Beispiel die Originalgröße der Datei mit geringerer Dichte mit allen 0 Bytes 500 MB betragt, für einen Benutzerkonto aber ein Limit von 4 MB besteht, führt dies zu einem Fehler, auch wenn der tatsächlich von der Datei mit geringer Dichte belegte Speicherplatz auf der Festplatte nur 50 MB beträgt. Festplatten, die Dateien mit geringer Dichte speichern, sind ebenfalls empfällig für Fragmentierung, da das Dateisystem bei Bedarf Daten in Dateien mit geringer Dichte schreibt. Mit der Zeit kann dies zu einer
Leistungsverschlechterung führen. Außerdem zeigen einige Festplattenprogramme die Menge des verfügbaren freien Speicherplatzes möglicherweise nicht genau an, wenn das Dateisystem, das solche Dateien enthält, fast voll ist. Kann dies zu unerwarteten Ergebnissen führen. Beispielsweise können Disk-Overflow-Fehler auftreten, wenn Daten über einen bestehenden Teil der Datei kopiert werden, der als schwarz markiert wurde. Wir werden die Befehlszeile verwenden, um eine Datei mit geringer Dichte unter Windows zu erstellen. In der Suche schreiben Sie cmd und führen Sie als Administrator aus. Windows verwendet fcutil Dateisystem-Dienstprogramm, um die Dateien mit geringer Dichte zu verwalten. Wenn Sie den Befehl create ausführen, wird keine Datei mit geringer Dichte standardmäßig erstellt. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie die Dateien erstellen möchten, und geben Sie diesen Befehl ein. Dabei ist Sparsfile der Name der Datei und die Größe in Bytes wird am Ende angegeben. Um den Wert Datei mit geringer Dichte einer Datei zuzuweisen, führen Sie den folgenden Befehl aus. Der folgende Befehl wird ausgeführt, um die Kennzeichnung Datei mit geringer Dichte zu löschen. Und um das Attribut Spars wieder zu vergeben, führen Sie den Befehl. Das Attribut allein spart noch keinen Speicherplatz. Dazu müssen Sie einen leeren Bereich innerhalb der Datei markieren, der freigegeben werden soll. Um den leeren Bereich zu markieren, geben Sie den folgenden Befehl aus. Am Ende dieses Befehls werden die Verschiebung und die Länge in Bytes angegeben, in meinem Fall von 0 auf 1 GB. Um eine vollständige Sparsdatei einzustellen, geben Sie eine volle Größe an. Bei Bedarf kann die Datei erweitert werden, indem hier ein größerer Wert angegeben wird. Um sicherzustellen, dass die Datei dieses Attribut hat, führen Sie den Befehl layout. Das Attribut Sparse kann auf eine beliebige Datei besetzt werden. Führen Sie einfach diesen Befehl mit seinem Namen aus und stellen Sie die gewünschte Größe ein. In den Eigenschaften der zu verstellten Dateien können Sie sehen, dass die Datei bei 1 GB, 0 Bytes auf der Festplatte belegt. Dieser Befehlssatz ist für alle Windows-Dateisysteme geeignet, die Sparsdateien unterstützen, NTFS, RFS etc. Unter Linux ist das Erstellen einer Sparsdatei etwas einfacher, da es mehrere Befehle zum Erstellen solcher Dateien gibt. Diese Befehlliste funktioniert für alle Linux-Dateisysteme, die Sparsdateien unterstützen. Die Befehle, die hier verwendet werden können, sind dd oder truncate. Der erste Befehl sieht wie folgt aus. Dabei ist FileSpars der Name der Dateien und am Ende kann die Größe in Bytes, Megabytes und so weiter angegeben werden. Der zweite Befehl ist einfacher, er sieht wie folgt aus. Dabei gibt es der Wert S die Größe gefolgt von Dateinamen an. Wenn Sie unter Linux eine Datei mit einem der Befehle erstellen, wird diese Datei standardmäßig Spars sein. Um eine normale Datei in Datei mit geringer Dichte zu konvertieren, gibt es einen separaten Befehl. Dabei ist 025 EPG der erste Name der normalen Datei, 026 EPG und der zweite Name der Sparsdatei. Wenn Sie eine vorhandene Datei vergrößern wollen, verwenden Sie den ersten Befehl. Ersetzen Sie hier den Namen und geben Sie die gewünschte Größe an. Dadurch wird die Größe auf 2 GB erhöht. Um die Größe zu überprüfen, führen Sie den folgenden Befehl aus. Im Versächtlichen funktioniert diese Befehlliste auch für das Dateisystem von Apple, AppFC, da Linux und macOS im Kern die Unix-Kernel-Architektur verwenden. Sie bieten Zugriff auf Unix-Befehle und die Bash-Befehl-Shell. Starten Sie ein Terminal und führen Sie einen der Befehle zum Erstellen einer Sparsdatei aus, die ich in die Linux verwendet habe. Unter macOS Catalina funktioniert nur das erste Befehl und Sie müssen die Größe in Bytes angegeben, sonst gibt der Befehl einen Fehler aus,
das APFS-Dateisystem erstellt standardmäßig Dateien in geringer Dichte, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Um eine beliebige Datei zu vergrößern, können Sie den Befehl zur Erhöhung von Dateien mit geringer Dichte wie unter Linux verwenden. Stellen Sie die Größe zum Beispiel auf 500 MB ein. Unter macOS sollte die Größe im BIOS angegeben werden. Wenn Sie den Befehl ausführen und die Datei eingeschafft eröffnen, können Sie sehen, dass die Dateigröße auf 5 MB gestiegen ist. Wenn Sie versehentlich eine Festplatte mit wichtigen Dateien gelöscht oder formatiert haben und diese Dateien Sperrdateien sind, verwenden Sie Hetman Partitioner oder RAID Recovery, um sie wiederherzustellen. Unser Programm unterstützt Sparsdateien auf alle in diesem Video gezeigten Betriebssystemen und Dateisystemen. Laden Sie das Programm herunter, installieren Sie es, führen Sie es aus und scannen Sie die Festplatte. Wie Sie sehen können, findet das Programm problemlos vorhandene und gelöschte Sparsdateien und zeigt deren Inhalt an. Wenn Sie eine Datei in einem X-Editor öffnen, können Sie sicherstellen, dass sie vollständig mit Nullen gefüllt ist. Das Programm hat das zuvor gelöschte Dateien mit geringer Dichte auf einer Festplatte mit NTFS, RFS, BTFS, XT3, XT4 und APFS-Dateisystemen gefunden. Sie müssen nur die erforderlichen Daten markieren und auf die Schaltfläche Wiederherstellen klicken. Nach Abschluss des Vorgangs befinden sich die Dateien im angegebenen Ordner. Schauen Sie sich die Eigenschaften an, die Dateien wurden vollständig wiederhergestellt. Die Verwendung von Sperrdateien in einem der unterstützten Betriebssysteme hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Daher sollten Sie diese vor der Verwendung in Betracht ziehen. Wenn Sie sich der Probleme bewusst sind, die Dateien mit geringer Dichte verursachen können, können Sie mögliche Probleme in der Zukunft vermeiden. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.